To get stuck in my head, but I read that soda kills you and Jesus saves on the bathroom wall. Hi, ich bin gerade auf dem Weg zum Post Office. Yeah. Ich dachte mir, ich mache das mal im Auto, weil ich heute ziemlich wenig Zeit habe und ich sowieso schon spät dran ist. Am Samstag war ich jetzt 8 Monate hier. Das ist mein 8-monatiges. Und es ist jetzt schon Dienstag, aber ich habe es einfach bis jetzt nicht geschafft. Und deswegen denke ich mir jetzt mal, mache ich das beim Autofahren. Natürlich halte ich mein Handy nicht in der Hand, sondern ich habe eine Halterung am Fenster. damit das hier keinen Unfall baue. Ich kein schlechtes Vorbild bin. Genau, also ich bin jetzt 8 Monate hier. Jeden Monat, wenn ich merke, oh scheiße, ich muss schon wieder ein Video machen, denke ich mir so, dass die Zeit verfliegt einfach so sehr. Es ist der Hammer. Ich war Ende März, Anfang April hatte ich meinen Urlaub in Florida. Da werde ich gleich ja noch mal ein bisschen mehr von drüber erzählen. Und Fotos einblenden und sowas alles. Also genau, bevor ich geflogen bin, waren meine Gasteltern noch der Meinung, dass sie noch nach keinem neuen Au-pair suchen wollen, weil sie einfach noch nicht daran denken wollen, jemand Neues da zu haben. Und als ich dann halt zurückkam, den Montag, erzählte mir meine Gastmutter dann, dass wir 3 Mädels interviewen müssen oder das bevorsteht. Sie hatte sich da auf der Arbeit ein paar Mädels angeguckt. Jetzt bin ich sogar falsch gefahren. Yay. und genau, hat sie uns die Mädels halt auch gezeigt und die sahen alle total lieb aus. Und ja, es war trotzdem so, dass ich ein bisschen überrumpelt war und auch nicht doch schon traurig und noch, meine Mutter sagt, ich war eifersüchtig. Aber das ist auch irgendwie klar, weil das ist meine Gastfamilie und ich will sowieso nicht daran denken, zu verlassen und dann auch noch jemand Neues hier rein zu, also in meine Familie zu lassen, ist nicht so einfach. Jedes Au-pair weiß, was ich meine und wird es verstehen. Genau. Und ja, dann hatten sie Skype-Dates ausgemacht. Eins der Mädels hatte abgesagt. Sie hatte keinen wirklichen Grund genannt, aber wir konnten uns halt schon denken, warum, weil meine Host-Mom ja schwanger ist und dann noch mit einem 2-jährigen Mädel und einem 6-jährigen Jungen oder 7-jährigen Jungen. Das ist halt schon nicht so einfach. Ja. Mein Handy wackelt ein bisschen, ne? Also, das wird bestimmt schön. Gute Qualität. Ist egal. Ja, eins davon hatte abgesagt und mit den anderen beiden hatten wir dann halt Skype-Dates ausgemacht. Und ich werde jetzt nicht so viel darüber erzählen, weil ich nicht weiß, ob die Mädels meine Videos gucken. Keine Ahnung, oder ich will, ob nachher kennt irgendjemand jemanden. Aber die waren beide super lieb. Und ja. Wir haben dann mit denen geskypt und es hörte sich echt gut an. Eine von denen hatte uns dann abgesagt. Ich weiß auch gar nicht warum. Also wahrscheinlich auch wieder diesen Grund oder vielleicht hatte sie eine andere Familie, ich weiß es nicht. Und dann haben wir halt noch mit einem anderen, also dann hatten wir halt nur noch das eine Au-pair. Und mit ihr habe ich dann was geschrieben und dann haben wir gesagt, ja komm, lass wir skypen ein bisschen, weil ich wollte ihr dann auch erklären, wie es bei uns halt so abläuft und da wir ja, also ich ja auch ein paar Regeln habe, nicht viele, aber die sind halt wichtig für meine Gasteltern, wollte ich ihr das halt auch erzählen und wissen, ob sie damit in Ordnung ist, weil das ist halt eine Curfew, also dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt zu Hause sein muss und da kommt nicht jedes Au-pair mit klar und ich wollte einfach wissen, wie sie reagiert und oder wir wollten das alle wissen oder wir wollten das ihr vorher sagen, bevor sie nach hier kommt und
Ja, ich glaube, wir haben 1,5 Stunden geskypt. Ich habe gearbeitet gestern, das heißt, ich hatte die Kleine. Und die Kleine hat auch die ganze Zeit mitgelacht und hat sich mit ihr auch super verstanden. Und ich habe mich mit ihr auch super verstanden. Wir haben echt schön gequatscht und halt auch nicht nur über unsere, über meine Familie, ihre eventuell neue Familie, sondern halt auch so, was ich hier erlebt habe und was sie so erleben will in einem Jahr. Und haben uns echt gut verstanden. Ich wusste schon, dass sie die haben wollten. Und ja, das heißt, wir haben auch gestern direkt mit ihr gematcht. Beziehungsweise meine Gasteltern haben ja mit ihr gematcht. Weil sie meiner Gastmutter dann direkt eine E-Mail geschrieben hat. Gesagt hat, dass sie halt hier hinkommen will. Und ja, meine Gastmutter hat auch gesagt, oder meine Gasteltern haben, waren auch super zufrieden mit ihr und mochten sie direkt. Und ja, jetzt haben wir ein neues Au-pair, das dann Anfang August kommt, wahrscheinlich. Ja, genau, in der ersten Woche von August. Damit wir noch eine Woche überlappen, dass ich ihr hier so ein bisschen Denver zeigen kann oder ihr den Ablauf zeigen kann und alles. Und dann fliege ich in meinen Reisemonat. Wenn sie nämlich eine Woche später gekommen wäre, dann hätte ich sie vielleicht wahrscheinlich gar nicht gesehen oder wenn, dann nur ein paar Stunden, weil sie würde donnerstags kommen und ich hätte donnerstags abends schon fliegen müssen in meinen Reisemonat. Und deswegen kommt sie halt eine Woche früher. Und genau, das war halt so dann ein neues großes Ereignis, weil es ist schon... Es war mal cool, das von der anderen Seite zu sehen, wie man halt dann nach den Mädels sucht und ich durfte auch noch ein paar suchen und es ging aber jetzt alles ziemlich fixe, weil wir halt alle irgendwie gefunden haben, dass jetzt das Au-pair halt einfach passt und wir dann auch meinten, ja, wir brauchen jetzt auch nicht weitersuchen, wenn wir sowieso schon jemanden haben, den wir uns vorstellen könnten, der bei uns hier wohnt. Es tut mir leid, die Straßen sind ein bisschen kaputt. Genau. Und ja, dann sind gestern halt auch meine Papiere angekommen, von wegen, ich muss jetzt meine Flugdaten bis zum 21. Mai wirklich feste sagen, also an welchem Tag ich ausfliegen will und von wo aus. Und es ist schon mega krass, weil das wackelt jetzt wirklich sehr, es tut mir leid. Es sind jetzt nur noch 4 Monate und es ist einfach krass, dass das so schnell vorbeigegangen ist und jetzt plötzlich muss ich auf einmal schon meinen Flug nach Hause buchen. Beziehungsweise die Daten sagen, dass meine Agentur mir das buchen kann. Und ich bin noch nicht bereit, nach Hause zu gehen. Also schon, klar, ich vermisse meine Familie und Freunde und Deutschland und mein Dorf und alles. Aber ich habe einfach auch mich so an das Leben hier gewöhnt, dass es auch schwer sein wird, hier halt wegzugehen. Ja, und... Ich muss jetzt da mal nochmal richtig drüber nachdenken. Also eigentlich haben wir so geplant, ich komme am 29.08. Wir haben halt überlegt, ich komme am 29.08. Aus meinem Reisemonat zurück, das ist ja die Tour. Und wo ist denn jetzt hier ein Parkplatz? Das heißt, ich käme dann wieder, würde dann vielleicht nochmal 2 Tage bei meinen Gasteltern wohnen, beziehungsweise meiner Familie hier. Und dann würde ich dann am 31. nach Michigan fliegen wollen. Und weil da wohnt die Vanni. Mit ihr bin ich zusammen in die USA eingereist, also am 11. August 2014. Und fänden wir es auch cool, wenn wir am 1. September auch zusammen wieder ausreisen könnten.
da uns es aber zu heikel ist, einfach so zu buchen und zu hoffen, dass wir dann ab New York zusammenfliegen würden, habe ich halt gesagt, ich kann ja nach Michigan kommen und dann fliegen wir von Michigan aus und dann werden sie uns ja, also meine erste Urlaubswoche habe ich dann in Florida verbracht mit Melina und Alina. Und unseren ersten Tag, den Montag, sind wir nur angekommen und sind dann zu unserem Hotel gefahren, was leider nicht wirklich in der Nähe des Strandes war, worüber wir echt ein bisschen enttäuscht waren. Aber wir haben dann einfach am Strand gelegen und da halt ein bisschen gechillt und uns gefreut, dass wir endlich in Miami sind. Abends sind wir dann doch noch Miami Downtown gefahren und da ging echt die Party ab und es war mega cool und alle hatten gute Laune und alle waren hübsch. So viele hübsche Menschen dort. Der Strand war mega cool, wir waren das erste Mal dann im Meer, also nicht mit den Füßen, aber es war echt mega cool. Am Dienstagmorgens ging es dann zu den Everglades. Wir haben eine Abo-Tour durch die Everglades gemacht. War echt mega cool. Ich habe mein erstes Krokodil gesehen, beziehungsweise Alligator. Die sind nämlich kleiner und werden älter. Keine Ahnung, was mein Gastkind da noch dazu sagen würde. Das sind kleine Babys und wir haben so viele Tiere gesehen und es war echt mega cool. Und das Wasser war wirklich, wirklich nicht tief. Es war gerade bis zu den Knien, glaube ich. Und es war sehr, sehr windig, wie man dort gerade sieht. Aber es war echt ein super schöner Tag. Und dann haben wir dann später noch eine Show gesehen. Er hat mit einem Alligator gekämpft und wir haben das Foto mit ihm gemacht. Und ja, es war echt mega cool. Und ich habe sogar auch ein Bild mit einem Alligator-Baby auf dem Arm. Nachdem wir dann von Everglades wiedergekommen sind, sind wir zu Miami gefahren und haben uns die Stadt angesehen. Und Miami ist einfach mega schön. Überall sind Palmen und es ist ein richtiges, also es ist richtig, es ist ein richtiges Flair. Also Strand, schöne Menschen, reiche Menschen mit riesen Häusern. Es war mega cool. This one goes out to you, Miami. Am Mittwoch sind wir nach Key West gefahren. Wir sind über so Brücken gefahren. Auf der rechten Seite war der Atlantik und auf der linken Seite war der Golf von Mexiko. Und genau, Key West ist eine Insel der USA mit dem südlichsten Punkt der USA. Es sind nur noch 90 Meilen bis nach Kuba. Ja, und sie war super, super schön. Es sind kleine Häuschen und Läden und Bars. Und genau, wir haben dann die meiste Zeit an diesem Strand verbracht und uns einfach nur gesonnt. Am Donnerstag hieß es Koffer packen, weil wir direkt nach Orlando gefahren sind. Beziehungsweise haben wir vorher einen Stopp in Fort Lauderdale gemacht. Und das Städtchen ist wirklich super schön. Und es hat den atemberaubendsten Strand aller Zeiten. Der Strand ist so schön. Wir lagen dort und haben uns einfach nur gesonnt und es war wirklich schön. Freitag war es dann endlich soweit und wir sind nach Disneyland gefahren. Und es war schon immer mein Traum, in Disneyland zu sein. Und ich liebe einfach Disney und es war so schön. Es war einfach mal toll, da gewesen zu sein. Und wir hatten einen echt spaßigen Tag. Wir haben lustige Leute gesehen und wir hatten super tolles Wetter. My discotheque, Juliet, teenage dream.
Samstag war es dann soweit. Wir sind in die Universal Studios gefahren und waren endlich dort, wo wir schon immer sein wollten. In der Winkelgasse von Harry Potter. Es war ein atemberaubendes Gefühl, dort endlich drin zu stehen. Es hört sich zwar doof an, aber man fühlte sich wirklich wie in den Filmen. Es sah alles genauso aus und man konnte auch in die kleinen Läden reingehen und es war atemberaubend. Ich habe ein Butterbier getrunken und es war einfach der Hammer. Man konnte dort reingehen und sich Sachen kaufen. Ich glaube, das Innere wird jetzt gezeigt. Genau jetzt. Und ich wollte nie wieder weg. Ich wollte nie wieder dort weg. Es war ein Traum. Oh, don't you